Crashes geben auch immer Möglichkeiten. So, und bezüglich Aptota, ja, machen wir morgen auch nochmal ein ausführliches Video zu. Ich habe es ja nur mal ein bisschen angeschnitten und den ICO. Ich bin da selber auch mit 750 Dollar rein. Mal schauen, was da noch so geht. Also ich spekuliere da halt auch auf die Karten ganz stark, weil mit Crypto.com haben wir auch so ein bisschen gedacht, okay, es kommen irgendwie mal Benefits zurück oder so, kam es aber doch nicht und irgendwie steht es um den Kurs auch ziemlich scheiße. Insbesondere, wenn du mit anderen Börsentoken vergleichst, ne? Sieht das einfach absolut nicht gut aus, egal wo du eigentlich guckst. Klar kann man jetzt sagen, ja, der kommt aber auch noch umso krasser zurück und On-Chain-Daten, TVL und so ist ja alles gut. Keine Frage, das ist eine super Börse. Gegen Börse sage ich überhaupt nichts, aber das uns interessiert ja auch, was bringen uns jetzt On-Chain-Daten? So, ich kann mir von On-Chain-Daten kein neues Haus kaufen oder habe damit kein 10x oder sowas. Also völlig egal, wie gut die On-Chain-Daten in dem Sinne sind. Mich interessiert ja, wie mache ich damit Kohle? So, und das kann ich aktuell mit dem Crow-Token nicht. Von daher ist es einfach so ein bisschen enttäuschend und vor allem suche ich mir da andere Alternativen. Also wir können ja auch hier nochmal reinschauen. Irgendwo habe ich es, glaube ich, nochmal offen. Moment. Sind denn jetzt hier die Karten? So, gehen wir hier nochmal rüber. Genau, also hier im Aptota-Chart, was laber ich? Auf der Aptota-Website. So, da haben wir hier nochmal den ICO-Dashboard. Solltet ihr da rein investieren wollen, schaut da bitte unter das letzte Video, was ich dazu gemacht habe. Das müsste jetzt drei Tage alt sein. Ich glaube, vom Montag müsste es sein, weil das ist nämlich ein besonderer Link. Wenn ihr einfach nur auf die Website geht, wenn ihr die bei Google aufruft und darauf kommt, dann habt ihr einen teureren Preis. Na, also wir haben da einen speziellen Event-Link jetzt nochmal bekommen und nein, ich verdiene da auch nicht einen einzigen Cent dran oder sowas. Die Einnahmen daraus, die werden zu 100% gespendet. Ja, also dementsprechend, es geht nur über meinen linken günstigeren Preis, aber ich verdiene damit nichts. Ja, die Einnahmen werden zu 100% gespendet. Aber wir haben dadurch einfach einen besseren Preis. Sprich, das sind dann 13 Cent statt 22 Cent. Ja, also schon deutlich besser. Und worauf ich halt spekuliere, sind halt auch die entsprechenden Karten. Na, weil das ist noch nicht unbedingt final, da müssen wir nochmal drauf warten, bis es soweit ist, aber so ungefähr wird es aussehen und vor allem das Cashback ist ja das eine, Cashback ist immer schön und gut. Was ich viel interessanter finde, ist, dass sie das hier so machen, dass Cardholder, und das ist eigentlich ein Feature, was ich mir für die Crypto.com-Karte auch gewünscht habe, scheiß doch mal auf gratis Netflix und gratis Spotify oder sowas, das brauche ich alles nicht, beziehungsweise ist es ja auch nur Cashback, so in dem Sinne geschenkt wird da ja trotzdem nichts, sondern man bekommt Free Merchandise, Airdrops als Cardholder, immer wenn mal im Launchpad was Neues gelistet wird oder sowas durch ein VIP-Level und als Cardholder Access to Real-Life-Events, wenn die irgendwelche Krypto-Events hosten und sowas. Das finde ich tausendmal geiler als irgendwelches Cashback oder Netflix oder Spotify-Cashback. So, das sowieso ja nur 6 Monate hält. Also wenn du hier entsprechend Cardholder bist, je nach Stufe bekommst du natürlich auch mehr. Deswegen, ich spekuliere natürlich drauf, dass wir da ja, mindestens mal eine Verdopplung auf jeden Fall haben durch den besseren Preis. Sichere dir einen 10 Dollar Cashback Voucher für deinen ersten Trade auf CoinEx. Spare zusätzlich dein Leben lang Gebühren mit dem Link in der Videobeschreibung. Das haben wir in vergangenen Presales auch wenn es vielleicht nur mal kurz gepumpt hat, ja, aber wir haben trotzdem eigentlich immer was mitnehmen können irgendwo. So, man muss natürlich auch schauen, dass man schnell dann hinterlegt oder schnell rausgeht, das ist ganz klar und da gehören auch nicht die Life Savings rein oder sowas, aber ich spekuliere auch darauf, dass sich das mindestens mal verdoppelt. Dann würde ich mir halt schon mal die mittlere Karte, die Goldkarte holen damit und ja, wenn es deutlich knallen sollte, gegebenenfalls sogar die Platinum oder die Black Card, je nachdem wie viel dann dabei rumkommt. Na, also das wäre schon eine sehr, sehr geile Geschichte, wenn du da irgendwo die teuerste Karte hast, gerade wenn du im Vorfeld dabei bist, dann kannst du natürlich auch immer am meisten davon profitieren. Und so oder so, selbst wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock auf ein ICO, ihr glaubt, das failt und das wird nichts, ich kann euch trotzdem raten, zumindest euch zu registrieren. Ja, ihr müsst ja nicht 1 Cent investieren, aber auch wenn du dich einfach nur registrierst, wirst du Early Access bekommen und dafür wirst du Airdrops bekommen. Und wenn da vielleicht ein paar Dollar, ein paar hundert Dollar rumkommen oder so, sei ja mal egal. Aber allein die Registrierung, die würde ich auf jeden Fall durchführen. Ja, dann kriegt ihr zumindest die Infos mit. Wenn es nicht klappt, wenn es scheitert, dann ist das so. Aber dann hat man ja auch kein Geld in die Hand genommen oder sowas. Ja. Also so oder so, in ICO gehört natürlich Spielgeld rein. Ich spekuliere natürlich drauf, dass es ein bisschen mehr wird. Mal schauen, ob ich vielleicht auch nochmal was nachlege. Aber ja,
Das ist jetzt erstmal so die Idee, dass ich mir mindestens die Goldkarte dann davon holen kann. Das, also man bezahlt ja das Geld nicht für die Karte, sondern es ist ja wie bei Crypto.com oder bei anderen Karten in dem Token hinterlegt. Und danach, wenn du das hast, ist ja auch völlig egal, wo steht der Token. Ne? Ob deine Token noch $3 wert sind oder sowas, völlig in den Keller rutscht. Du hast ja trotzdem die Karte mit möglichem Cashback und Zugang. Ja, quasi wie so ein NFT, ja, wo du einfach Zugang damit hast. Und das ist ja dein Leben lang. So, also das finde ich 1000-mal geiler. Und ja, wir machen auch nochmal ein ausführlicheres Video dann morgen direkt. Also zu allen möglichen Themen. Sprich, die haben ja noch eine Academy, es gibt Aptota Pay, Roadmap und so weiter und so fort. Na, also das hier, das Video, das war das hier. Crow Performance unterirdisch und da auf die Krypto-Visa-Karten, wo ich drauf spekuliere. Da bin ich da einmal drauf eingegangen. Und da drunter ist ein Link, dieser ICO-Event-Link hier. Das ist ein anderer Link, als den ihr direkt über die Website hier bekommt. Dementsprechend nutzt auf jeden Fall den, dann habt ihr einen deutlich günstigeren Preis als normal. Gut, aber auch das mit den Spendeneinnahmen, das machen wir hier alles ganz transparent hier auf dem Channel. Das werden wir alles dokumentieren. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch eingeladen nach Afrika Ende Oktober, November. Steht noch nicht fest, aber so um den Dreh wird es sein. Dass wir uns den ganzen Laden auch vor Ort mal angucken können, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ich finde es immer cool, wenn man auch mal live vor Ort ist und die Leute alle mal so getroffen hat und wirklich sieht, ja, okay, das ist kein 18-Jähriger aus dem Kinderzimmer, der da irgendwas aufgebaut hat und da steht gar nichts hinter, sondern es gibt ja ein wirkliches Headquarter und die arbeiten ja mit der afrikanischen Regierung komplett zusammen. Also ein Scam würde ich da einfach mal ausschließen. Was heißt einfach mal? Ist ausgeschlossen. So, ob es natürlich performt, das ist die andere Geschichte. Das weiß man nie. Natürlich kann auch der Token failen, so in dem Sinne. Wenn alle einfach nur verkaufen direkt danach und short gehen und keiner mehr kauft, dann ist klar, ne? Aber dass hier irgendein Rugpull oder so stattfindet, das ist ausgeschlossen. So, gut, dazu aber wie gesagt morgen dann auch nochmal im ausführlichen Video etwas mehr.